Mundo goes this way. Yo, willkommen zu Let's Play Dr. Pippa. Nein, Dr. Mundo. Unser Headhunter G ist mal wieder kurz AFK, der ist gleich wieder da. Wieso eigentlich auch immer. Unser Gegnerteam sieht komisch aus. Gowen, top, aber ohne TP. Nautilus Support. Jo, kann man machen. Ist sogar mein Main Support neben Blitzcrank. Nidalee, Jungle. Das sieht man nicht mehr häufig, muss ich sagen. Nidalee wurde eigentlich von vornherein für den Jungle bestimmt. Aber die meisten spielen sie entweder irgendwie so Support, irgendwie Bot. Oder Mitte halt. Obwohl man eigentlich auch keinen Mid-Nidalee mehr sieht. Das war es eigentlich auch. Man sieht es meistens Spot. Talon ist halt Mitte jetzt als Assassine und sie wird ADC. Bin ich froh, dass ich nicht Blitzcrank Support gegangen bin. Denn die Sivir da zu hooken wäre ein bisschen kacke. Ich könnte es zwar machen, aber es wäre trotzdem schwer gewesen. Die Lux hat jetzt das Problem, die muss dann. Unsere Support-Lux. Ja, und wenn Sivir halt blocken kann, ist es kacke. Das Problem ist, Nautilus ist Fat Tank. Der geht ran und Lux Wayne haben beide wenig Life, dann war's das. Da kann auch kein Mr. Pringles hier irgendwas bringen. Aber unser Head Energy ist wieder da, ne? Fabian. Hallo? Ja, wir werden sehen, wenn er wieder da ist. Du weißt schon, dass dein Mikro so laut eingestellt ist, dass ich sogar dein Atmen höre. Mhm. Ist doch geil. Ja, also so da sitzen und nichts tun und denken, jo, der kriegt niemals raus, dass ich wieder da bin. Ist mir scheißegal. Ja, Dr. Mundo ist, spiele ich eigentlich nicht wirklich, aber der ist ja eigentlich auch nicht schwer. Ich denke nur Challenger Nidalee. Was? Ich will, dass die alte hier mit einer 07 rausgeht. Die Nidalee. Läuft. Ja. Das ist eigentlich auch so ein Team, den kannst du auch nicht wegschnatzen halt. Nidalee, Talon, Sivir läuft. Nautilus, ja, okay. Aber Gowen wird ein bisschen schwieriger werden. Das Tank halt, genau wie Nautilus. Ich fixe alle. Ja, du fixst sowieso alle. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe ja Gowen top, da kann ich gleich mal ein Sonnenfeuer nehmen. Mundo! Fabian, ich hab keinen Plan, was heißt das? Was? Komm mal her. Hakuke Item Doran. Du kannst besser Französisch als ich. Das ist doch kein. Faso heißt so viel wie. Ist das wie auf Französisch? Es kann auch sein, dass es Spanisch ist, wegen. Nee, das ist Französisch, wegen diesen C da, weil es so ein komischer Haken ist. Raum ist Mitte. What? Oh, unser Braum, Mitte. Der hätte. Oh, Mann. Das ist der Top wollte, oder? Nee, das war jetzt der Crazy BD. Minions have spawned. Lol. Soll ich antanken? Jo. Okay, dann mache ich halt Plante. Oh! Danke. Oh.
Oh, das ging daneben. Ja, Mundo ist halt ein bisschen Spammer. Der muss Hackebeil werfen. Zack, Hackbeil in die Fresse. Und auch wenn der Garen sich hinter den Minions versteckt, ne, gehst du hin, zack, dann klatscht er halt auf den Minion sowas. Zack, Hackebeil. So easy geht das. Und Lebensregeneration hast du mehr als dieser Kack, Garen. Immer dran denken. Noch, ja, noch. Ja, in seiner Passion ist nicht. Aber dafür haben wir Ulti, ne? So sieht's aus. Ja, du musst halt zünden, bevor er zündet. Ja, ich mache halt noch nicht so viel Damage. Also wir haben kein Mana, alle unsere Fähigkeiten kosten Life, weil wir einfach krank sind. Unser Monster G hat First Blood. Das heißt, Game gewonnen. Bumm. Zack, einfach mal das Hackebein in die Fresse. Warum hat das jetzt nicht das Minion getroffen? Das ging voll rein. Ja, also geil ist halt, dass natürlich kostet das Hackebein Life. Und das macht natürlich auch Schaden an den Garen. Aber wenn du den Garen triffst, kriegst du, glaub, die Hälfte wieder, ne? Die Hälfte warst du. Wenn du Minions tötest. Ne, wenn du Minions tötest, die Hälfte. Wenn du Garen tötest, kriegst du alles wieder. Oder Garen triffst, besser gesagt, kriegst du es ganz wieder. Ach so, siehst du? So macht man das. Oder irgendwie so in der Art. Übrigens, Tommy, ich wollte nur mal sagen, guck mal auf die Bot, ich würde jetzt ganken wollen, es geht nicht. Da kommt zu mir. Falls es nachher, falls sie hier wieder nachher Komplikationen aufweisen. Zack, Hackebeil. Da machst du einfach mal mehr Schaden mit deiner W als er mit seiner Kacke, ne? So sieht's aus. Okay, gut, das war nicht so, aber geht auch. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ah, oh, scheiß drauf. Habt ihr gehört? Schlurf muss das gehen. Mit der E. Mami, ich sollte mich jetzt zu dir hochjungeln. Alles klar. Aber der ist gerade SS. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist das Problem. Aber du kannst schon mal hochkommen. Ich glaube, der wird bald wieder das. Ah, der ist er. Ja, der macht nur einen Rügen hier hinten. Ich warte mal kurz. Ich weiß nicht, ob er gewartet hat. Wart ihr schon mal weg? Ich nicht. Und Garen glaube ich auch nicht, ne? Sind sie mir auf demselben Level? Ich bin Stufe 6, er ist 5. Der hat sich ein bisschen Absatz gehalten, Abseits gehalten. Absatz natürlich, ja, Absatz. Ja, also bisher läuft das wirklich. Jetzt ist er übrigens Stufe 6. Ja, ich glaube, das mit dem Gank musste nicht mehr. Kann's natürlich, aber der ist gerade voll am Tower. Hat schon einfach mal unsere Base. Ja, mach mal Counter Jungle oder so. Was ist nochmal dein Gegner Jungle? Ah, Nidalee. Ich hab keine Ahnung. Nidalee.
Weißt du, der Hagebeil, das ist halt, du klatscht einfach nur. Wollen wir unterm Tower tanken? Du hast doch Ulti. Hab ich, ja, mach mal, komm. Dann klatscht man gleich mal unterm Tower, oder? Wir warten bis er. Ja, jetzt lass ihn rauspushen. Wenn er zurückläuft, hänge ich dann einfach an, ja. Ja. Dann machst du vielleicht einen Kill. Nicht fahren, nicht fahren, nicht fahren, nicht fahren. Stimmt, hast du recht. Lass ihn. Weißt du, wenn er sein Richten macht, mache ich meine weh. Diese Burning Agony, damit klatsch ich ihn mehr Schaden als er mir. Also bevor er schwarz Pfeiler zumindest. Wenn er seine Q macht, mache ich meine E. Dann geht's ab. Und Hackebeil werft ihr einfach nur, weil ihr es könnt. Seht ihr? Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh. Das war extrem behindert. Das war extrem behindert. Er hat halt Ulti gehabt, das war das Problem. Wieso hat die Ulti, die ist so viel Schaden gedrückt? Die Ulti macht halt Schaden, wenn ich so wenig Leben habe. Ja, das fand ich jetzt extrem. Problem ist, er hat jetzt halt 2 Kills, ich hab gar keinen. Du dafür, ja, aber. Ich komme einfach gleich nochmal. Kannst du mal. Komm jetzt einfach in den oberen Jungle rein. Jungle mich dann da. Also hoch. An sich ist es nicht schlimm. Mundo ist auch so OP. Da darfst du dich trotzdem nicht töten dann. Ja, Mundo ist sowieso OP. Und ganz ehrlich, gefiedeter Gerwin ist krass, aber gefiedeter Master Chief zerknatscht das ganze Team. Wichtig ist, ihr müsst euch immer vor Augen halten, dass ihr Mundo seid. Eure Aufgabe ist es, Low Life zu sein, damit ihr regenerieren könnt. Wenn du Low Life bist, machst du auch mehr Schaden, das weißt du. Ja, das ist es nur. Da könnt ihr euch theoretisch Schlumpf von meinem Mortius kaufen, das mache ich jetzt nicht. Komm dann mal so Richtung Herald. Obwohl, meinst du, ich sollte mir Schlumpf von meinem Mortius kaufen? Also später. Jetzt nicht, aber später. Nein, jetzt auch nicht. Ja, ich meinte ja später, irgendwann. Eigentlich nicht. Ja, gut. Komm trotzdem mal in Richtung Herald. Push mal rein und dann mach mal Herald. Also, wie gesagt, mein Mortius an sich keine schlechte Idee. Das solltet ihr aber nur machen, wenn das Gegnerteam ziemlich viele APler hat, weil euch das halt ein bisschen Magieriese bringt. So wie ein bisschen Scepter. So, auf geht's. Willst du? Denk da an, ja. Du denkst da an. Nimmst du das? Komm, hier, nimm du. Ich, gut. Ja. Ach stimmt, warum solltest du das denn nehmen? Ich bin doch blöd. Come to Mundo. Go. Ah, scheiße. Hä? Dass das nicht okay, getroffen hat, war blöd. Play einfach ein bisschen vorsichtig, play vorsichtig. Oh, Ulti. Als ob. Also jetzt wirklich, als ob. Aber jetzt klatscht den. You? Ja, in your face, Mann! Es ist ein Kackanfang mit Mundo, ja, okay. Aber dafür feeden wir hier unseren Jungler hoch. Master GOP, Leute. Da wird's einfach geklatscht. Nur unser Raum in der Mitte, 0-2. Ja, ist halt kacke. Naja, gut, da versuch ein bisschen mehr mitzugenken. Den Gaulen, den mache ich jetzt so. Kann ja nicht sein, dass der schon 3 Kills hat, ja. SS. Der müsste eigentlich wieder da sein, langsam. Stop Logs, OMG! Was macht die denn? Also ich will das jetzt nicht verlieren, an sich eigentlich ziemlich geiles Game hier. Wir chillen halt mit Mundo unsere Base. Richtig. Also als Mundo könnt ihr auch mal einen Tower antanken, gar kein Problem. Man sollte es nur nicht so oft machen und nicht so lange. Unser Gaon ist SS, bedeutet er versucht sich irgendwo schnell einen Kill zu snacken mit der Ulti. Nein, er ist hier oben. Er hat jetzt Sunfires, ist das Problem.
Kann mir egal sein, ich klatsch weiter Hackebeil auf ihn. Komm. Hackebeil hat zum Glück kaum Abgehenzeit. Da könnt ihr auch locker mal mehrere klatschen. Aufgepasst, SS. Pass mal auf mit der Chrom. Geht gleich irgendwie down, wenn der Geon jetzt da runterkommt. Die E könnte ich mal spielen, das war nicht schlimm. Wir pushen. Tommy, hast du Teleport? Dann in die Mitte. 25 Sekunden erst, aber ich könnte laufen. Wenn wichtig. Ich komme runter einfach, ich laufe jetzt. Mit Mundo ist es wichtig. Nicht zu sterben. Ist aber auch nicht schwer, nicht zu sterben. Und so macht ihr einen Kill. Jetzt hab ich den. Also falls ihr mich wieder braucht, Bots vielleicht. Brauchst du mich Bots? Ja, wenn du den Tower safen könntest. Ich bin ja mal auch auf dem Way. Warte! Neun Sekunden habe ich, komme so ein bisschen von oben. Ich habe wieder Ulti geskillt, kein Problem. Oh, da ist übrigens. Oh. Siehst du? Da kann auch der Gaue nichts mehr sagen. Ich gehe jetzt einfach mal top, hol mir meinen Sandfires und meinen Wiss schon. Ja, wenn du deine Ulti. Ja, wenn du deine Ulti gehabt hättest, hätte ich meine auch gehabt. Mhm. Da wärst du schneller down, bevor es überhaupt. Ulti sagen kannst. Demacia, ja, Demacia sagt er ja, ne? Ich hol mir, was hatten die denn? AD, AD, AP, AD, okay, ich hol mir diese Boots. Obwohl, warte mal. Ich hol mir ja immer die hier. Die bringen mir nämlich ein bisschen. Ah, oh, verdammt, bin ich blöder! Ich bin ja nicht Gauen, ich bin, Rampage. Puh, das war knapp. Ja, der Gauen. Ich mach mal eine SS, ne? Ist ja eh bald wieder da. Und ihr seht's, auch wenn man mit Mundo Kacke anfängt, man kann immer noch sein Hackebeil werfen und Damage drücken. Das war halt der Talon, hat nicht viel Life und wollte den Tower kriegen. Hat er ja auch fast gekriegt. Aber nicht, wenn Mundo daneben steht. Tommy, komm noch mal schnell hier zur Grape. Also. Fang schon mal an. Alles klar. Hau auf das Auge. Au. Hol dir doch. Ja, ja, sorry. Okay. Au. Super Minions in die Fresse. Jetzt pushen wir mal schön raus hier. Oh. Und da haut ihr locker einfach mal den Tower raus, ne? Der Master Chi hier unten macht derweil ein Triple, währenddessen wir die Top pushen ohne Ende. Die positive Wave kommt noch, kein Problem. Wir pushen weiter, wir haben Baron Buff.
Kannst du es machen? Ah, gegen Nautilus ist wieder. Ja, nein, ich hab den Triple gemacht, war übelst tot, dann kam Nautilus, Ulti und dann macht er seinen scheiß Exhaust auf mich und verlangsamt dich natürlich so super hart, dass du dir denkst, Ja, könnte natürlich jetzt Ulti machen und antanken, also das wäre doch blöd. Jetzt solltet ihr verschwinden, halt die Fresse, Pavian. Nur weil du einen Bildschirm hast, heißt das nicht, dass du das jetzt machen darfst. Oh mein Gott, ich könnte Hilfe brauchen. Obwohl. Ja, lauf einfach durch den Jungle zurück, wenn sie dir folgen. Ja, weißt du, ich geh mal Becken gucken. Ja, aber jetzt ist gelaufen, jetzt habe ich mein erstes BF-Shirt und guck dir meine Items an. Ich gepusht hab, ne? Also, naja, gut, mit dem Herald, ne? Den Harald. Ne? Mit Harald! 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 Solche Assis. Okay, genug Dummheit fürs Erste. Jo, finde ich aber. Was soll ich denn jetzt holen? Ran du ihn so um, ja? Gut. Guck gleich mal in die Mitte, da wird gleich gesliced und gedeist. Danach, obwohl, warte mal, wir sind... ja... Wir können uns recht früh eine Warmox kaufen, weil wir Mundo sind, das geht. Wir warten noch schnell, bis wir das hier kaufen können. Dann kriegen wir 308 Shelf und Health ist schon ziemlich... Guck in die Mitte, guck in die Mitte, guck in die Mitte. Der stirbt sogar noch. Aber geil gemacht. Jo, ich teleport gleich hoch. Ja, wie soll ich ihn den Kill lassen, wenn er gerade stirbt? Oh, ernsthaft. Einfach drauf. Ernsthaft. Ja, hau auf sie, hau auf sie. Das ist Mundo, verdammt. Okay. Dass du so auf die Fresse kriegst, werde ich nicht hauen. Ja, ich habe kein Marken gewesen, deswegen wollte ich ja eigentlich nicht fighten. Das ist halt ein Garen, das ist halt echt kacke. Aber dafür push ich jetzt ein bisschen mit. Ja, jetzt haben wir unser OP, Bro. Ich geh noch. Mach das schon so. Hä, nein, der Braun verkackt. Ich weiß nicht. In einer Tour. Master Chi, du bist doch Ganker, du machst das. Mundo too strong for you. Mundo too strong for you. Der ist so drauf, der Kerl. Mundo will go where he pleases. Man Bluba. Luwaff, damit hätte ich ja nicht gerechnet. Das macht ihn ja unglaublich stark. Ich tue ein bisschen hier den Gauern. An ally has been slain. An enemy has been slain. SS. Ich gehe halt gerade nur drauf. Das darfst du aber nicht. Alter, unser Braum ist Oberkacke. Push, Alter. Wow, was machst du da mit Garen? Ich troll dir ein bisschen. Sag mal, machst du eine Schwanzparade? Ja, so ungefähr. Aber du weißt ja, Mundo hat den längsten. Hä? Ich weiß es doch nicht. Wahrscheinlich ist er durch deine ganzen Experimente richtig groß gewachsen. Bitte alle, die diesen Spruch auf Ewigkeit in Gedächtnis haben werden, dislike dieses Video. Ja, das würde ich auch machen, wenn wir mit als Gastpart dabei bist. Ich bin ja kein Gast, ich bin ja Stammspieler. Ja. Hast du recht. Wir machen das auch immer mit. Halt die Fresse, Gerwin, und jetzt sterb.
haben die. Ah, mir wird langsam wieder zu blöd. Das ist mir schon die ganze Zeit. Aber dann freue ich mich halt nur. Ist das euer Ernst? Ernsthaft, was soll das? Nee, es wird doch besser, die Lux, ey! Alter! Also, irgendwas läuft grad nicht. Das ist das Problem halt. Da können auch zwei richtig OP sein, wie ich und du, aber dann sind da irgendwelche Fehler drin und dann war's das. Naja, ich bin fünfmal gestorben, ne? Das ist schon ganz schön bald, ich hab halt auch 10. Es ist halt die Ulti, ne? Da bringt auch meine Ulti nicht viel, weil Overtime. Und der macht mit einmal übelsten Damage. Ich komm jetzt mal auf die Mülle, das wird mir ja zu blöde mit diesen Kackjahren, ey. Oh, boah, was soll das? Der Braum ist kacke. Was? Hallo, du bist fucking Lux, du bist jetzt ein Support. Die Rain geht ja, die ist schon gut. Ja, geht auch. Aber ganz ehrlich, was macht denn die Lux? Jetzt holen wir uns erstmal eine positive Raid. Der Master Chi, komm, wir machen das jetzt zusammen. Ich tank an, du machst Damage. Nicht gegen 3. Ja, ich tank doch gleich an. 5 Sekunden Ulti. Oh, halt die Fresse, Gerwin. Ich raste aus, wenn ich dich nochmal sehe. Komm her! Okay, bereit. So. Hau ihn. Oh, was machst du? Hey, gemacht. Das war halt ein bisschen kacke jetzt. Das Tower und das nur noch 3 waren insgesamt, aber gucken wir unsere Wayne pushen. Was machst du, Brom? Einfach ein paar Hackebeine klatschen, der. Okay, die Lux hat einen Kill. Wahrscheinlich zielt die ganze Zeit mit ihrer Ulti. Ist die Ulti, die Ulti. Easy going! Hast du gesehen? Ja, aber sowas von geschnitzelt. Der hat gar nichts. Oh. Wow. Die sehen mich doch nicht mal kommen! Ja. Ein der Witz ist, er wollte von hinten kommen. So, siehst du ja schon mal eine neutrale Wait. Das ist doch ganz okay. Wir holen uns jetzt Warmox. Dann sind wir richtig krass wegen Live und so schon mal dran. Wir brauchen jetzt ein bisschen Magie-Risi. Da holen wir uns Banshees, ne Fabi? Banshees ist gut. Nein, wir holen uns Spirits. Aber ich habe doch Warmox, wozu brauche ich das Spirits? Magie-Risi. Banshees das bringt wozu doch brauchst du Banshees? Das bringt Magie-Risi. Ja und? Plus 70.
Sogar Clemens hat dir das letzte Mal gesagt, du sollst dir Spirits holen. Spirits doch bringt auch 70. Oh, Clemens, ja, der letzte so eine 0-12 hatte mit der... Ja, Clemens spielt manchmal echt kacke. Okay. Spirits. 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 Kann ja auch super krass kaufen. Still the main, ey. Sag ich doch. Meine Welt ist auch ziemlich ausgeklickt. Und das Gegnerteam ist verstummt. Die können gar nichts mehr sagen. Aber hast du Wayne gesehen, wie sie wirklich weggegangen ist, um dir den Panther zu lassen? Also, es gibt Leute, die da auf Teufel komm raus stehlen wollen. Ihr tankt jetzt den Tower an, das interessiert euch überhaupt nicht. Oder ein neues Minion ist da und ihr müsst gar nicht antanken. Gibt's natürlich auch. Tommy, deine Top wird gerade rausgefickt. Okay. Aber dafür habe ich gerade ihre Bot rausgefickt. Okay, das war blöd. Die macht mir nur Schaden. Eigentlich schon irgendwie traurig. Läuft bei uns. Wir klatschen sie. Komm, einen Kill will ich haben! Einen Kill! Okay, war ja klar. Geht durch, mach ich. Da können wir auch nicht mal die Ulti usen. Der hat eh nicht viel abgehen. Und fällt in die Fresse. Einfach pushen. Ihr wisst, wie das geht. Mundo fängt an. Ich hab so viel Geld noch auf der Hundkante. Ich ängst dich nicht. Ja, aber ich bin nicht full wild. Das ist irgendwie traurig. Ich gut, weg. Damit ich wenigstens noch was gekauft habe. Aber richtig geil. Oh, wahrscheinlich bin ich doch noch da, bevor wir sind. Macht beruhigen, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Oh, Mundo, Mundo! Hehehe, geflasht. Schutt, Game. Das
ist die Power of Master Yi. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich bin Mundo gewesen und ich habe noch ganz gut angetankt. Und es war schön dabei zu sein. Vor allen Dingen habe ich dich ja anfangs ein bisschen hochgefeedet, da ich dir ja die Tipps von Down gegeben habe. Die Lux ist nicht einmal gestorben. Echt? Ja? Digga, die hat Style.